hier keiner putzt. Obwohl, hier ist jetzt sauber. Mini-Stadtteil. Also deine Freundin steckt den Wasserkocher an und den ganzen Stadtteil ist der Strom weg. Oder wie? Oder was? Meinst du jetzt bei dir ist das ein Mini-Stadtteil oder das wäre dann im Cities? Ein kleiner Stadtteil. Echt, hat deine Freundin den Wasserkocher angemacht? Ich meine, in der alten Wohnung, wo wir hier vor dieser hier gewohnt haben, da war das auch. Da konntest du nicht irgendwie... also wenn du das so viel angemacht hast, auch Bautz. Und sinnigerweise hatten die Vollpfosten, da muss man sich ja wegtun, die hatten dann oben in der Wohnung eine kleinere Sicherung eingebaut als unten im Eingangsbereich. Das heißt, wenn die Sicherung rausgeknallt ist, dann sowieso grundsätzlich, Quatsch, andersrum. Die haben oben eine größere eingebaut als unten, weil die ist nämlich immer unten rausgeknallt. Das heißt, die obere Sicherung flog eigentlich nie raus, die in der Wohnung, wo man einfach hätte mal hingehen können, sondern immer die unten. So. Wenn du dann allein zu Hause warst, dann wolltest du irgendwas machen, hast einen Backofen angemacht, dann noch irgendwie den Wasserkocher dazu und bautz, flog alles raus. So, da denkt man sich natürlich, oh, kacke, Hunger, Mann, so, will was essen, Tee machen oder was weiß ich. So, dann bist du runtergerannt, hast du wieder angezogen, runtergerannt, Sicherung rein, dann bist du hochgerannt. Und dummerweise waren die Geräte ja immer noch an und die Sicherung ist dann nie sofort wieder rausgesprungen. Sondern erst dann immer wieder, wenn du auf dem Weg nach oben warst. Ja, war schon schön. Ein Traum war das, ein Traum. Die Stadtwerke Bonn haben gelost. Warum losen die denn? Was kann man denn da gewinnen? Strom? Oder was können die gewinnen? Okay, was ist denn jetzt hier eigentlich im Knast los? Er dümpelt so vor sich hin. Die Türen sind drin. Oh, das reimt sich. Dann bauen wir hier nochmal eine Ziegelwand rein. Und dann machen wir da oben eigentlich auch schon sofort die Duschen draus. genau. Warte. Erstmal machen wir Zellen hier draus. So. Bingelingeling, was? Ah, Zuschusszahlung. Ach so, dafür. Ja, super. Stimmt ja, wir sollten ja auf 15 Häftlinge erhöhen. Jetzt haben wir sogar 20. Da oben ist zum Bauen angeregt. Aber die brauchen bestimmt wieder ewig, bis die da unten durch die Sicherheitstüren durch sind. Das heißt, wir bauen da oben schon mal Duschen rein. Wo sind die denn? Ach, geloost haben die. Ah. Ja. Ich habe echt geloost gelesen. Aber es ist so, ne? Arbeitstag hinter mir, da bist du durch. Da bist du einfach durch in der Birne da. Machst nix. So. Dusche. 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 Wo? Da, Mann, Herrgott. Mal gucken. Ich mache das erstmal mit dem Planungsmodus, weil ich will mal gucken, ob die... ob das irgendwie hinhaut und dann auch schön aussieht. Ne, siehste? Da müssen wir dann nämlich irgendwie... Bratz, da kommen die hin und zimmern eine Wand hoch. Das sind aber dann 2, 4, 6, 8. Wie viel haben wir hier? Wir haben jetzt 10, ne? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Duschen. Machen wir die hier unten hin, oder? Das geht doch. Das kann man so machen, glaube ich. Also, Dusche. Dusche da. Patsch. So.
Stadtteil besteht aus 15 Einbahnstraßen und eine Schule. Und wenn hier der Strom ausfällt, ist er in der Schule auch weg. Ja. Ja. So ist das mit dem Stromausfall. Abfluss. Das müsste ja eigentlich... Achso, das ist ja wegen der... Weil die Tür schief ist. Ich dachte schon. So. Das müsste gehen. Dann machen wir es hier genauso. Das heißt, hier kommen zwei hin. Ja, stimmt. Und dann, der kam in die Mitte da unten, ne? Genau, so und so. Und dann kommt hier auch... Ne, das war zu viel. Da. Hä? Ne, das war gar nicht so viel. So. Yeah. Oh. Achso, Wasser. Mist. Versorgung. Ich hoffe, das reicht vom Druck her, dass das einmal hier so rumgeht. Der kann eigentlich weg. Strom hatten wir da, oder? Das sieht gut aus. Ja. Alle Lampen versorgt. Dann ziehe ich auch schon mal Leitung. Weil wenn die schon mal durchkommen, dann können die auch so viel machen, wie geht hier. Nicht. So. Das sieht gut aus, aber die kommt weg. Das müsste so hinhauen. Einen vor die Tür, ja. Aber so sieht doch viel cooler aus, oder? Cashflow, $15. Guck mal, bratsch. Schnell montiert. Sieht doch viel cooler aus, so. Oder wir lassen es einfach durchsiffen. Die kosten ja auch nicht viel, die Dinger, ne? Wie teuer ist denn so einer? Ja, $20. Geschenkt. So, und eigentlich können wir hier auch schon mal sagen, das sollen Duschen werden. Wo sind sie denn? Wo sind die Duschen? Dusche? Da! Dusche! Die werden sich dann autokomplizieren. Aber eine ist schon mal in Betrieb, das heißt, wir können die hier eigentlich schon mal wieder wegnehmen. Zack! Und dann hier schon mal alles zum Abreißen markieren. Er das jetzt? Ich hoffe. Und an Materialien. Jetzt haben wir ein bisschen Kohle. So. So. Und da hinten auch der Psychologe kriegt auch Materialien. Und die Herrschaften hier. Oh. Alter, was kommt denn da an? Hä? Was ist denn jetzt los? Also du hast Vorsicht geschrieben, das sehe ich. Bei mir hat der Nightbot gerade alle Nachrichten durchgestrichen, die du geschrieben hast, aber alle. Wenn du abreißt, können die flüchten ohne Mauer. Ich habe aber, glaube ich, nur die Objekte abgerissen. Dusche. Hier ist doch Mauer. Ach, da. Ne, ich habe hier, glaube ich, nur die Objekte abgerissen.
Werden wir gleich sehen. Da ruckelt einer mit einem Duschkopf durch die Gegend. Der hat aber nicht nur einen Duschkopf jetzt, oder? Trägt das nur einen Duschkopf? Naja. So, kriegen wir 10 Häftlinge treffen ein. Ja, bei der Algendusche, aber da habe ich Objekte abreißen nur gemacht und nicht Materialien. Ja, separat. Sollte passen. Ja, der Nightbot, ich weiß auch nicht. Eigentlich ist das mit dem Caps Lock gar nicht so schlimm. Ich habe das so ausgemacht, verdammt. Wieso macht er das immer noch? Die haben da wieder irgendwie, glaube ich, ich habe eben irgendwas beim Starten des Nightbots wieder mit einer Beta gelesen. Vielleicht testen die da wieder irgendwas oder so, ich weiß es nicht. Guck mal, da wird unter den Büroleuten der Parkett verlegt. Das ist ein Service. Wann treffen die denn ein? Eine Stunde, eine Minute. Das ist ein bisschen... Ja, ne. So, und da kommen die Reinigungskräfte wieder. So. Stimmt, bevor der Nightbot losging. Materialien. Parkett. Achso, da ist schon. Und ich wollte mir aber überlegen, wie wir die hier machen. Die Krankenstation. Da wird es ja eigentlich passen, wenn wir die... Probier mal was. Guck mal, die kosten alle gleich, die Fliesen. Nur mal schicke Fliesen. Meine Güte, hier sind wir das los. Frosch im Hals. Fröschen. Yes, es. Benutzen jetzt das Lager da. Abreißen. Soll eigentlich ein Büro werden. Vielleicht müssen wir dann mal da irgendwie hier Aktenschrank. So. Schreibtisch. Und zwei Stühle oder Stuhl. Bling. So. Jetzt hätte ich jemanden an den Telefonzellen. Verbinden, Verbindungen löschen. Was ist das denn? Irre? Achso, kann ich dann... Kann man dann untereinander telefonieren oder wieder was? Moment. Überwachungskameras. Verbinden. Verbinden Sie Ihre Fernzugriffssysteme miteinander. Ah. Türzeit, Schaltuhr, Logikbrücke. Kurz AFK, alles klar. Oh. Hier wartet Besuch. Wird der denn rausgeführt? Oh, wir haben schon neue Gefangene wieder. Die sind schon wieder da.
Wir müssten jetzt eigentlich bald mal gucken, dass wir hier Dingens, Beschäftigung für die Gefangenen bekommen. Irgendwie Freizeitgestaltungen oder aber auch Arbeit. Und bei Arbeit fällt mir ein, wir müssen mal wieder dringend nach dem Dings gucken hier, Forschungsmenü. Aber erstmal ein Büro. Ich brauche ein Büro. Ich brauche ein Büro. Konzentrieren. Ich muss das Icon für Büro finden. Muss mit der Maus in diesen Raum gehen und Büro markieren. So. Gemacht. Und jetzt können wir auch einen Sicherheitschef einbauen. Einsetzen. Patsch. Klatsch. So. Der nimmt sich sofort das Büro. Schreit die Bauarbeiter an. Die sollen ihren Scheiß da rausholen. Gut. Ein Häftling muss bald entlassen werden. Ach, guck mal an. Häftlinge, die entlassen werden müssen. Oh, guck mal, das kann man auch ziehen. Ich glaube immer noch, dass die Reinigungskräfte nicht hinterherkommen hier. Zwei Hausmeister reichen nicht aus, um das Ding sauber zu halten. Oder aber wir müssen hier irgendwie noch so ein paar Mülleimer platzieren. Mülleimer? Wenn es um Schmuggelware geht. Ist Gründlichkeit besonders wichtig. Hä? Stehe ich nicht. So, ich guck mal auf die Streamzeit. Eine Stunde. Das heißt, es wird Zeit für ein kurzes, kleines Päuschen. Ne, würde ich sagen. Was machen wir als nächstes? Die Verwahrungszelle kann eigentlich auch weg. So, solange wir Filter Capacity haben. Wieso will ich mal Cassidity sagen oder sowas? Oh. Zack. Häftling durchsuchen, Zelle durchsuchen. Batsch. So, das machen wir noch kurz vor der... Ne, nicht vor der Pause. Das haben wir jetzt noch vor der Pause gemacht. So. Und, wie gesagt, ich gehe dann jetzt kurz in Pause. Batsch. Das Lied. Hören wir es gleich weiter? Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall jetzt erstmal Pause. Und, ja, bis gleich.